In der Wildnis entscheiden Angebot und Nachfrage über Leben und Tod. Und hier in der kargen Wüste von Namibia wird den Löwen nichts geschenkt. Die Wüste wartet mit einem eher eingeschränkten Angebot auf. Doch die Nachfrage ist groß. Das Rudel besteht aus 2 jungen Müttern, einer Großmutter und 5 jungen Männchen. Ein Wissenschaftler hat die Männchen die 5 Musketiere genannt. Die jungen Mütter freuen sich über die Aufmerksamkeit der Jungs. Doch das geht nicht allen so. Die ältere Löwin ist ihrem Rudel treu ergeben. Aber lärmende Kinder sind ihr in ihrem Alter zu viel. Sie haben den Appetit von Teenagern, verhalten sich aber noch wie Kleinkinder. Auch wenn dieses Rudel kleiner ist als das Superrudel in der Savanne, stehen die Mütter vor dem gleichen Dilemma. Keine anderen Löwen leben in der Wüste. Das ist die Namib, eine große Wüste in Südwestafrika, die an den Atlantik grenzt. Dieses unwirtliche Terrain ist Heimat für rund 85 Löwen. Jeder weiß, dass Wüsten trocken sind. Doch in der Trockenperiode ist es hier extrem trocken. Dann klettern die Temperaturen auf über 40 Grad Celsius. Wie lässt sich diese Hitze nur ertragen? Noch dazu in einem Fellkleid. Ein Fellkleid, durch das sie bei der Jagd in den Dünen perfekt getarnt sind. Ein Weibchen entdeckt eine einsame Oryx-Antilope, ein gefundenes Fressen für eine Wüstenlöwin. Sie versteht es, geräuschlos über den Sand zu schleichen. Und anders als die Löwen in der Savanne, die sich auf der Pirsch oft hinter hohen Gräsern verstecken, braucht sie rein gar nichts zur Tarnung. Sie verschmilzt mit dem Sand. Die meisten Jagdversuche enden erfolglos. Heute macht sie einen Fang, der für das ganze Rudel reicht. Nur sind die Jungs weit weg. Sie ruft über die Dünen. Die 5 Musketiere sind weg. Also nicht auf der Jagd, sondern nur weg. Im Reich der Träume. Bis sie die Essensglocke endlich hören. Die Löwen fressen nicht nur, sie trinken dabei auch. Der Großteil des Wassers, das sie brauchen, stammt aus dem Fleisch. Ohne diese Art der Anpassung würden die Löwen hier verdursten. Die 5 Musketiere verlassen sich länger als gewöhnlich auf die Hilfe ihrer Mütter. Im Normalfall hätte ihr Vater sie bereits vertrieben. Doch der ist tot. Er fiel einem Konflikt mit dem Menschen zum Opfer. Das ist vermutlich das größte Problem der Wüstenlöwen. Es gibt so gut wie keine Männchen mehr. Einen Löwen zu schießen ist in diesen Gebieten erlaubt, ob zur Verteidigung von Nutztieren oder als Trophäe. Ziel der Trophäenjäger sind die Männchen. Der Mangel an Männchen erhöht den Druck auf die 5 Musketiere, schnell erwachsen zu werden.